Meine lieben Freunde, wir müssen sprechen, und zwar über die hybride Kriegsführung von Friedrich Merz. Denn das, was er jetzt vorhat, das kommt der Quadratur des Kreises gleich. Und wir müssen uns überlegen, was steckt drin in der schwarzen Wunderkiste CDU und was bedeutet es für Deutschland, wenn die CDU das umsetzt, was sie jetzt in ihren ersten Wahlkampfstunden so von sich gibt. Es ist in der Tat eine Problematik, der wir uns stellen müssen. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist, und wenn ihr neu hier seid, dann lasst gerne ein Abo da, denn dann erfahrt ihr mehr über das, was in Deutschland Schlagzeilen macht, was ihr so nicht in den Mainstream-Medien findet und auch tunlichst vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemieden wird. Warum? Nun, es entspricht nicht dem allgemeinen Narrativ. Denn die müssen sich jetzt auch überlegen, halten sie in Nibelungentreue noch zu ihren linksroten Verbündeten aus dem Lager von Grünen und SPD oder wechseln sie jetzt mit wehenden Fahnen in das Lager der CDU? Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat hier seine Hausaufgaben zu machen. Wir machen das auch, aber bei uns seid ihr da besser aufgehoben, weil ich denke mal, dass unsere Sichtweise sich eher mit dem deckt, was man als freier Journalismus bezeichnen kann. Ja, und beginnen möchte ich damit, euch mal zu zeigen, was jetzt aktuell bei Friedrich Merz abgeht. Also Friedrich Merz ist ja Oppositionsführer. Das ist gesicherte Erkenntnis. Was heißt das konkret? Nun, er verfügt aktuell über keine Hausmacht im Bundestag, aber er kann mit dem Fund wuchern, dass alle, aber wirklich alle Wahlprognosen davon ausgehen, dass er als Wahlsieger aus der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 hervorgehen wird. Also müsste er sich überlegen, was passiert danach. Denn die absolute Mehrheit wird es nicht werden. Also braucht er Koalitionspartner. Und an dieser Stelle, mit Verlaub gesagt, beißt sich die Katze in den Schwanz. Denn wer steht da zur Verfügung? Nun, nur die gescheiterten Existenzen, die bis dato gezeigt haben, dass sie nahezu regierungsunfähig sind. Auf der einen Seite wäre der größte der verbleibenden Koalitionspartner die SPD, zwar geschrumpft auf eine Rumpfmannschaft von aktuell 15-16%. Es ist gar nicht mal sicher, ob das so bleibt und ob dann unterm Strich eine wirkliche Mehrheit rauskäme aus Schwarz und Rot. Auf der anderen Seite die Grünen. Die Grünen, die um die 10% liegen, also auch da wäre nicht gesichert, ob eine schwarz-grüne Allianz tatsächlich als Koalition die Mehrheit hätte. Und in beiden Fällen wäre der Kompromiss ein Bewegen der CDU, wenn sie glaubhaft vermitteln will, sie sei eine Partei der Mitte oder rechts der Mitte, also wertkonservativ, wäre es ein Verschieben als Entgegenkommen nach links. Na, fällt euch was auf? Richtig, was da rauskommt, ist nichts anderes als der alte Wein in neuen Schläuchen mit einer anderen Farblehre außen drauf. Wir hätten ein schwarz-linkes Bündnis mit vielen Kompromissen und vor allen Dingen mit Zugeständnissen an das linke Lager. Na, herzlichen Glückwunsch. Warum das Ganze so problematisch ist? Denn man hat es heute bei der Aussprache zur Regierungserklärung von Olaf Scholz mitbekommen. Hier hat Friedrich Merz das Wort ergriffen und erstmal mit der Ampel abgerechnet. Das war nicht anders zu erwarten. Immerhin ist er Oppositionsführer. Das heißt, er hat das Messer gewetzt, er hat das Messer gezeigt, er hat auch damit gewedelt. Nur zugestochen hat er nicht. Nein, er hat keinen einzigen Schnitt geführt. Er hat den dahindarbenden Bundeskanzler nicht filetiert. Er hat die SPD sogar für die gute, produktive Zusammenarbeit, was die Fraktion betrifft, unter Mützenich gelobt. Da ging es um die Terminfindung für Vertrauensfrage und Neuwahlen. Und er hat auch die Grünen nicht wirklich auseinandergenommen. Aus den Gründen, die ich euch eben genannt habe. Schwierig wird es, wenn man jetzt jemanden als nicht tauglich für eine Regierung erklärt und dann letztlich auf ihn angewiesen wäre. Warum das für ihn so problematisch wird? Gleichzeitig und deswegen hybride Kriegsführung auf der einen Seite bekämpfen, auf der anderen Seite Brücken bauen. Das hat schon etwas sehr Makaberes. Denn auch der FDP hat er ja versprochen, sofern die FDP an Stimmen gewinnen würde,
könnte er sich sehr wohl vorstellen, dass Christian Lindner auch sein Finanzminister werden würde, weil so ein gewisser liberaler Anstrich würde dann der CDU auch ganz gut tun und glaubhaft vermitteln, dass man sich ein wenig nach rechts bewegen möchte, zumindest in einen rechtsliberalen Bereich hinein. Soweit sehr spannend. Wir erinnern uns. Wir haben gerade über die Verbindung Schwarz-Grün gesprochen. Wir haben über die Verbindung Schwarz-Rot gesprochen. Wir haben über die Verbindung Schwarz-Gelb gesprochen. Bleiben genau zwei Protagonisten übrig. Aber diese Protagonisten hat er mal gleich zu Antagonisten erklärt. Na, einen davon zumindest. Was ist jetzt der Unterschied? Nun, Pro bedeutet, mit dem könnte ich mir vorstellen, nicht in den Ring, aber ins Bettchen zu gehen. Das heißt, das wären mögliche Partner für nach der Wahl. Antagonisten, das sind die Gegner, das ist das Feindbild. Und da hat er nicht nur gestern während eines Termins bei dem deutschen Hotel- und Gaststättengewerbe lauthals von sich gegeben, mit denen da, und genau diese Wortwahl hat er auch heute benutzt während der Aussprache zur Regierungserklärung und hat in die rechte Ecke gezeigt, dort befindet sich die Fraktion der AfD, und sagte, mit denen da, da will er nicht, da kann er nicht, das schließt er aus. Brandmauer. Ja, so viel zum demokratischen Verständnis von jeder hat hier etwas zu sagen und beizutragen. Und in einer dramatischen Situation wie der, in der sich Deutschland aktuell befindet, ist selbstverständlich jede produktive Lösung gesucht, gefreut und bekundet. Dass man sagt, jawohl, wir wollen Deutschland wieder aufbauen und wir sind dankbar für jeden produktiven Hinweis. Nein, denn Friedrich Merz hat noch etwas gesagt und dann auch direkt umgesetzt. Aus Angst, dass es hier zu einer zufälligen demokratischen Übereinstimmung, es gibt keine Zufälle in der Demokratie, abgesehen davon, hat er Angst, Applaus aus der falschen Ecke oder Zustimmung zu seinen Gesetzesvorschlägen aus der falschen Ecke zu bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt ausformulierte Gesetzesvorlagen, die zum Wohle aller wären, die wurden zurückgezogen von der CDU, weil man keine Zustimmung von der AfD haben wollte. Ihr da draußen, ihr der Souverän, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Gesetze, die hilfreich für euch wären, zum Wohle von Deutschland wären, werden jetzt nicht eingebracht, weil die CDU will keine Unterstützung einer demokratisch gewählten anderen Partei, die sie selber nicht für würdig hält. Tut euch das mal weg. Das ist Friedrich Merz. Und Friedrich Merz geht sogar noch einen Schritt weiter. Er setzt euch da draußen, ihr, die ihr damit liebäugelt, die AfD zu wählen, unter Druck. Das hat Jens Spahn schon mal in einem Podcast von sich gegeben, als er gesagt hat, der Wähler muss sich darüber klar sein, sollte er die AfD wählen, dann ist seine Stimme verloren. Denn wir werden mit denen nicht zusammenarbeiten, diese Stimmen werden kein Gehör finden und sind damit verloren. Dieser dreiste Versuch, Menschen daran zu hindern, nach ihrem Gewissen souverän die Partei zu wählen, die für, nach ihrem Dafürhalten die bessere und bestmögliche Politik für Deutschland unter den gegebenen Umständen zu machen, diesem Souverän wird die Pistole auf die Brust gesetzt, indem man sagt, wenn ihr die wählt, ist eure Stimme verloren, also gibt sie direkt uns. Diese Dreistigkeit, das ist die CDU von heute, das ist die hybride Kriegsführung von Friedrich Merz. Das muss jedem von euch klar sein, dass Friedrich Merz es alleine nicht schaffen wird. Sie werden keine absolute Mehrheit gewinnen. Sie werden nach Aussage von ihm selbst nur mit einer links von ihnen stehenden Partei koalieren, um damit die Mehrheit zu sichern. Das bedeutet, wir werden wieder eine Verbindung in der Koalition bekommen, die ein Mitspracherecht gewährleistet, die Minister gewährleisten wird, aus dem linken, also aus dem grünen und roten Lager, also links gerichtet. Nicht die Linke in parteipolitischer Hinsicht, sondern eben in der ideologischen Ausrichtung. Was mich jetzt interessiert, ist, wer von euch das ähnlich sieht, schreibt es mir bitte in die Kommentare, denn ich denke, wir sind da einer Sache auf der Spur, die uns die nächsten Wochen und Monate, es sind noch 102 Tage bis zur vorgezogenen Bundestagswahl, bis dahin sollten wir tatsächlich geklärt haben, wessen Geisteskind Friedrich Merz ist. In diesem Sinne, passt auf euch auf, und zum Abschied gibt es von mir noch was auf die Ohren, nämlich genau und besser passen könnte es nicht sein, den Song, den wir zu diesem Thema der Kartellparteien komponiert und auf Achse produziert haben.
Hört mal rein und schaut euch mal an, ob das nicht etwas ist, was im Moment treffender nicht sein könnte. Deutschland steht am Wendepunkt, noch eine Wahl im Rennen. Wir haben lang genug ertragen, leere Worte, falsche Parolen. Die Wut in uns, sie kocht, wir fühlen uns bestohlen. Und ein ganzes Trauerspiel, Stimmen fangen nur Schein. Versprochen wird das Paradies, doch was bleibt, ist Hohn allein. Messer blitzen in den Straßen, das Chaos regiert das Land. Und ihr schwafelt was von her, sie, es, Pronomen. Vielfalt predigt ihr, doch bringt nur den Zerfall. Wo ist die Ordnung, die uns halten soll im freien Fall? Ihr versucht uns zu beugen, das Ziel dabei ist klar. Es sollen wir nicken, dann wollt ihr uns von hinten kicken. Hast du gerade wirklich viel kennengesagt? Der Tatbestand ist ohne Diskussion eine politisch nicht einvernehmliche Kopulation. Ihr wollt unsere Stimme im doppelten Sinn, das sollen wir euch wählen und uns dann schweigend bücken. Zur politisch nicht einvernehmlichen Kopulation. Sicherheit versprochen, doch die Angst frisst uns auf. Parks und Plätze, Schulen, Bahnhöfe, lebensgefährliche Zonen. Die Wähler bloß Stimmvieh, das Spiel ist schon längst gemacht. Abgezockt, wer Mehrheiten erdacht, nach der Wahl wird nur gelacht. Ein Hörner. Regenbögen, schwarz brennt. Identität, ein ferner Traum. Ein Land, das sich selbst nicht mehr erkennt. Ihr versucht uns zu beugen, das Ziel dabei ist klar. Es sollen wir nicken, dann wollt ihr uns von hinten kicken. Hast du gerade wirklich viel kennengesagt? Der Tatbestand ist ohne Diskussion eine politisch nicht einvernehmliche Kopulation. Ihr wollt unsere Stimme im doppelten Sinn. Sollen wir euch wählen und uns dann schweigend bücken? Zur politisch nicht einvernehmlichen Kopulation. Und wieder eine Wahl. Plakate, Slogan und Parolen. Brandmauern ums Volk werden mit linken Beton gezogen. Ihr habt uns die Hoffnung auf Demokratie rechts der Mitte längst gestohlen. Was wir kriegen, sind leere Phrasen, belogen und um eine echte Wende betrogen. Ihr versucht uns zu beugen, das Ziel dabei ist klar. Es sollen wir nicken, dann wollt ihr uns von hinten kicken. Hast du gerade wirklich viel kennengesagt? Der Tatbestand ist ohne Diskussion eine politisch nicht einvernehmliche Kopulation. Unsere Stimme im doppelten Sinn. Das sollen wir euch wählen und uns dann schweigend bücken. Zur politisch nicht einvernehmlichen Kopulation. Politikerauftritt, Rede, Abgang, Harndrang ist doch nichts, was wirklich zählt. Die Wut des Volks wird lauter, das alles haben wir nicht gewählt. Druck entscheidet bald, doch was bringt uns diese Wahl? Deutschland am Scheideweg, geredet wurde viel. Deutschland ist unsere Heimat und kein politisches Spiel. Vergesst eure schöne Illusion, wir wehren uns gegen diese politisch nicht einvernehmliche Kopulation.